ist auch an der Zeit, dass ich Ihnen den Gastdirigenten des heutigen Abends vorstelle, Martin Fischer-Dieskau. Danke. Martin, ich erinnere mich, dass Sie einmal mit Pinkas Zuckermann vor einigen Jahren in Berlin war und dass er zu euch nach Hause ging, glaube ich, um dich zu unterrichten auf der Geige. Warum bist du der Geige untreu geworden? Daran erinnerst du dich? Ja, für mich gehörte die Geige zum Studium beim Dirigieren dazu, aber ich bin natürlich kein Geiger. Aber man fühlt sich ein bisschen mit der Majorität, weil im Orchester sind ja doch sehr viele Streicher. Das ist sehr schön. Aber mit der Geige und am Kinn kann man natürlich schlecht Opern dirigieren. Und das tue ich doch so gerne. Aha. Wo dirigierst du Opern? Zurzeit sehr viel in Bern. Drei Einstudierungen im Jahr, so ungefähr. Und dort haben wir ein gutes Ensemble und ein hervorragendes Orchester. Und so konnte ich relativ anspruchsvolles neues Musiktheater machen, zum Beispiel. Nun, bei uns wirst du kein Musiktheater machen, sondern du wirst ein barockes Konzert jetzt zu Anfang dirigieren, nämlich den Frühling von Vivaldi. Und wir heißen herzlich willkommen Elisabeth Glas. Thank you.
Wir hören jetzt Martin Fischer-Dieskau mit dem dritten Satz aus der ersten Symphonie, dem Scherzo. Und ich möchte Martin Fischer-Dieskau sagen, was Robert Schumann dem Dirigenten einer der ersten Aufführungen schrieb, nämlich: Könnten Sie Ihrem Orchester nicht etwas Frühlingssehnsucht einwehen, so wie ich damals sie empfand, als ich diese Symphonie im Januar 1841 schrieb? Dem Wonnemond im milden Lichte
Befreite der Bruder, zertrümmert liegt, was jetzige trennt. Ja, auch zerfrisst sich das junge Paar vereint sich Liebe und Lenz. Wir wollen jetzt hören, wie Johann Strauss den Frühling besingt, in seinem Frühlingsstimmenwalzer die Vielfalt des Frühlings aufzeichnet. Martin Fischer-Dieske und die Kammerphilharmonie.
On sait combien Gustav Mahler avait besoin de grands moyens d'écriture pour s'exprimer. Ses symphonies en sont témoignage, tant par la consistance que par la durée. Ici, dans les Kinder Totenlieder, les chants des enfants morts, l'une des dernières œuvres du compositeur, Mahler utilise des accords clairs, une polyphonie légère. Les Kinder Totenlieder sont composés sur un texte du poète préféré de Mahler, Friedrich Rückert. Le baryton est David Wilson Johnson, le chef d'orchestre est Martin Fischer-Dieskau, fils de celui qui a si souvent chanté cette œuvre. Sie erkranken, das sind wohl eitle Gedanken.